Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Social Media A-Vorlesung, letzten Vorlesung im Mai. Nächste Woche fällt ja feiertagsbedingt unsere Vorlesung aus und wir sehen uns dann noch im Juni. Dann im Juni noch eine Einheit über AI, wie versprochen, und am Ende nochmal ein Recap der Vorlesung. Heute auf unserem Programm sind zwei Themen oder beziehungsweise ein Themenkomplex, der sich sehr gut ergänzt. Zum einen Berufsbild. Social Media Managerin, Social Media Manager. Ähm, was macht ein solcher oder eine solche im Unternehmen? Welche Bereiche gehören da oder welche, welche Aufgaben gehören zum Tätigkeitsbereich? Und ähm, wie Sie es vielleicht für mir eh schon ein wenig gewohnt sind, ich werde versuchen, das Ganze möglichst praktisch zu gestalten. Das hat auch den Hintergrund, dass ich äh, die Social Media Vorlesung jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, seit acht ja, sieben Jahren, 14 Semestern halte. Zwölf oder 14 Semester, ich bin schlecht mit Zahlen merken, aber dafür gibt es ja Excel. Ich unterrichte aber schon wesentlich länger an unserem Institut, früher äh, ATs und Übungen und eben auch immer rund um den Themenkomplex neue Medien. Das heißt, ich habe da eigentlich schon seit über 20 Jahren Kolleginnen von Ihnen bei mir in Lehrveranstaltungen gehabt, die. Ähm, entweder eine hohe Affinität zu digitalen bzw. sozialen Medien haben oder wo die Zeit gut gepasst hat. Nein, äh, Spaß. Auf jeden Fall sind natürlich viele von denen mittlerweile in, in uh, Marketingabteilungen in Unternehmen und ein beträchtlicher Teil, mit einigen bin ich auch noch in Kontakt, was mich immer sehr freut, arbeitet dort auch eben als Social Media Managerin, Social Media Manager im Junior- oder Senior-Bereich, je nachdem. Und ähm, ich möchte, ich, mir ist es auch wichtig, das Thema in die Vorlesung reinzunehmen, nämlich aus dem Grund, weil ich immer wieder mal bei meinen Kunden sozusagen als, wie soll man das nennen, externer Consultant hinzugezogen werde bei Bewerbungsgesprächen. Sie wissen ja, Bewerbungsprozesse sind unterschiedlich gestaltet. Im Normalfall äh, passiert der Erstkontakt, wenn Sie so wollen, heutzutage online. Das heißt, man lädt mal die entsprechenden Unterlagen hoch und wird dann oder eben nicht zu einem Einladungs zu einem, zu einem äh, Vorstellungsgespräch eingeladen. Und bei diesem Vorstellungsgespräch, das hängt natürlich auch wiederum sehr stark von der Größe des Unternehmens ab. Sitzt da in der Regel jemand aus der HR-Abteilung, außer natürlich eben bei sehr kleinen Unternehmen, sowie die äh, zu eine oder mehrere Personen aus der jeweiligen fachlichen Abteilung. Ähm, Bewerbungsgespräche sind häufig für alle Beteiligten eine nicht besonders angenehme Situation. Ich kenne das nur sehr rudimentär aus der Sicht des äh, sich Bewerbenden, weil ich sehr bald, ich hab, äh, zwei Jahre nach, nach oder zweieinhalb Jahre, habe ich angestellt gearbeitet und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Aber ich bin immer wieder mal eben als sozusagen Schweigender Zuhörer oder oder fachlicher Berater bei solchen Bewerbungsgesprächen dabei. Und als ich das das erste Mal gemacht habe vor gut zehn Jahren war ich da noch relativ naiv und blauäugig und da ging es eben genau um eine solche Position, um uh, die Position des Senior Social Media Managers in einer großen internationalen Bank. Ein durchaus attraktiver und auch uh, durchaus attraktiv Bezahlter Job mit relativ viel Gestaltungsspielraum und auch einem recht komplexen Anforderungsportfolio. Und ähm, wir haben dann ja eben Bewerbungen gesammelt und hatten uns dann mehrere Termine ausgemacht im Laufe eines Tages, so von 9 bis 18 Uhr, immer im Stundentakt. Die Idee war, dass die, die initialen Bewerbungsgespräche mal 30 bis 45 Minuten dauern sollten und wir dann jeweils noch ein wenig Zeit hätten, um uns intern zu besprechen. Und ähm, dann sollte, sollten die, die quasi interessantesten oder passendsten oder Kandidatinnen nochmal zu einer zweiten Runde eingeladen werden. Ich komme da also sehr motiviert hin. Zwei Kollegen von der HR-Abteilung, glaube drei Leute noch von den, äh, aus der jeweiligen Fachabteilung vom Marketing waren da dabei und wir haben dann erstmal Kaffee getrunken haben uns um halb neun getroffen und freuten uns auf das erste Bewerbungsgespräch um neun, das dann allerdings nicht passierte. Genau wie das um 10 und das um 11. Die ersten drei äh, Bewerberinnen hatten das Gespräch sozusagen, wie, wie nennt man das, einseitig abgesagt, ohne uns davon zu informieren, darüber zu informieren. Das Gute war, dass in dem Büro, beziehungsweise nebenan, wo wir warteten, ein Tischfußball aufgestellt war. Ich habe, glaube ich, noch nie sonst an einem Vormittag so viel Tischfußball gespielt. Der erste Kandidat, ähm, Kam dann um 11 Uhr. Das war auch relativ ernüchternd, sage ich mal. Der war, oder ich bin mir nicht sicher, ob der wusste, bei welchem Unternehmen er sich hier bewirbt. Hatte auch kaum Erfahrung im Social-Media-Bereich, hatte in den Bewerbungsunterlagen ganz anders ausgesehen. Und der Tag lief dann relativ wenig berauschend. Weiter von den, ich glaube, sieben Gesprächen, die wir geplant hatten, tauchten letztendlich drei Personen auf. Zwei stellten sich als völlig unvorbereitet heraus. Und lustigerweise die letzte Bewerberin, wir waren natürlich schon alle relativ deprimiert, weil der Job ja auch einigermaßen schnell besetzt werden sollte, die erzeugte uns dann sehr schnell mit ihrem, mit ihrem Konzept. Erstens mal hatte die sich die bestehenden Social-Media-Kanäle des Unternehmens recht genau angesehen. Verbesserungsvorschläge gemacht und so weiter und ja, die hat den Job auch sehr schnell bekommen. Für mich war das deshalb aufschlussreich, weil ich sozusagen in meinem Kopf immer das Gefühl hatte, wenn man einen Job bekommen will. Und letztendlich, falls sie jetzt oder später in ihrer Karriere irgendwann planen, im Social Media Bereich zu arbeiten, dann möchte man natürlich gerne das bei einem Unternehmen tun, wo auch, sage ich mal, eine gewisse äh, ja, emotionale oder, oder auch intellektuelle Nähe besteht. Stichwort Traumjob und da gibt es ein paar Faktoren, die man vielleicht ganz falsch einschätzt. Glauben Sie ja nicht, dass bei Bewerbungsgesprächen, da habe ich an diesem Tag gelernt, da war es extrem, ich war dann später auch noch öfter dabei, da war es dann nicht ganz so drastisch, aber ich habe schon recht schnell gelernt, dass offenbar manche eben eine Bewerbungsstrategie verfolgen, die darauf rausläuft, dass man halt zu vielen Gesprächen hingeht und sich denkt, irgendwas wird schon klappen garantiert nicht die beste Strategie und natürlich gerade im Social-Media-Bereich ist es vergleichsweise einfach. Und wenn Sie sich jetzt bewerben als Chef-Buchhalter in einem größeren Unternehmen, dann wird es ein bisschen schwierig sein, vor der Bewerbung Einblick in die Buchhaltung des Unternehmens zu kriegen, um dann Verbesserungsvorschläge zu machen. Social-Media haben Sie den Vorteil, dass die, im Normalfall die Unternehmen ja bereits einen oder mehrere Kanäle betreiben und die kann man sich mal recht ausführlich ansehen. Natürlich wissen Sie nicht, welche internen Strategien, welche, welche internen äh, Entscheidungen dazu geführt haben oder auch welche Zufälle, auch, auch das kommt öfter vor, dass äh, Dinge eben manchmal so passieren, wie sie passieren. Aber Sie sehen sozusagen den öffentlichen Output und können sich dementsprechend schon sehr gut auf das Gespräch vorbereiten. Ähm, wenn Sie dann auch noch ein paar, ein paar Vorschläge überlegen, beispielsweise für, für Inhalte fürs Unternehmen da werden Sie da schon einen recht guten, sage ich mal, ersten Eindruck erwecken, beziehungsweise werden die Chancen sehr steigen, dass Sie auch zu einer zweiten Runde eingeladen werden, beziehungsweise dann idealerweise den Job auch bekommen. Das ist wirklich ein Learning, das ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe an solchen Bewerbungstagen. Nun, äh, wie dem auch sei, bevor wir weiter über Social Media Managerinnen und ihre Aufgaben sprechen, Vorher noch ein paar Worte zur Übungsaufgabe. Ich habe Ihnen ja letzte Woche die zweite freiwillige Übungsaufgabe im Moodle online gestellt. Ich habe gestern reingeschaut. Es ähm, sind noch acht Tage Zeit bis zur Abgabe. Äh, sechs von Ihnen haben bereits Konzepte, Vorschläge für solche Social-Media-Serien hochgeladen. Ich fand alle sechs ausgesprochen spannend und sehr, sehr gelungen. Auch ein relativ breites Spektrum von einer Serie über das Thema. Psychische Belastungen, psychische Probleme und Studieren. Wissen Sie wahrscheinlich alle, ein Thema das seit, den, seit der Covid-Pandemie drastisch leider zugenommen hat, bis hin zu äh, typischen Testimonial-Inhalten, also sozusagen Studierende erzählen über die Universität Wien. Ja, sehr, sehr spannend und äh, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da das eine oder andere davon auch umgesetzt wird. In jedem Fall, eine solche Übungsaufgabe, wie Sie da von mir bekommen haben, könnte auch im Rahmen einer Bewerbung sehr Sinn machen, natürlich nicht als Übungsaufgabe, sondern sich vorher zu überlegen, welche Inhalte könnten denn für das jeweilige Unternehmen im Social-Media-Bereich attraktiv sein. Das nur nebenbei erwähnt. Also wie gesagt, noch acht Tage Zeit. Ich freue mich auf, auf äh, weitere spannende Ideen für Social-Media-Inhalte. Und wie gesagt, ich denke, da sind einige wirklich sehr praktisch umsetzbare Anregungen für die Universität Wien bzw. für den Communication Hub der Universität mit dabei. Damit zurück zum Social Media Manager, zur Social Media Managerin. Was gehört überhaupt zu den konkreten Aufgaben dieses Jobprofils? Natürlich klarerweise, wenn man an Social Media denkt, dann hat man immer zuerst mal die... Erstellung von Inhalten im Kopf, das ist tatsächlich in der Regel auch ein Teil der relativ, ein relativ großen Teil des Zeitbudgets einnimmt. Das ist aber natürlich noch lange nicht der einzige. Grundsätzlich kann man sagen, dass Social Media Managerinnen die Personen im Unternehmen sind, die sich um die Bespielung, das wäre sozusagen die Erstellung der Inhalte, die Moderation oder das Community Management. Äh, in der Praxis Antworten auf, auf Fragen von Kundinnen und so weiter, Diskussionen in Gang halten, aber auch um die Auswertung, Stichwort Return of Invest, Social Media Statistiken und so weiter kümmern, in vielen Fällen auch regelmäßige Berichte erstellen. Das sind im Wesentlichen die Tätigkeiten auf der operativen Ebene. Da kommt dann noch einiges dazu, das uns auch heute noch beim Thema Social Media Monitoring bzw. Listening noch stärker beschäftigen wird. Neben der Bespielung der eigenen Kanäle und der Auswertung der eigenen Statistiken ist es in der Regel auch eine sehr gute Idee, einen recht genauen Blick auf die Social Media-Kanäle der jeweiligen Konkurrenz zu werfen wie ich vorher bereits erwähnt habe, nicht nur bei Bewerbungen, auch wenn sie jetzt für Unternehmen A in der Social Media Abteilung arbeiten und Unternehmen A stellt Baugräne her, dann werden sie auch gut daran beraten, recht genau mitzuverfolgen, was denn andere Unternehmen, die ebenfalls Baugräne herstellen, so im Social Media Bereich tun und um vor allem auch herauszufinden, was bei denen besonders gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Man also sozusagen die, ich glaube, es gibt wenig Bereiche, außer natürlich Marketing, Kommunikation generell, wo man sich so viele Anregungen von der Konkurrenz relativ einfach holen kann. Ebenfalls dazu gehört, und das wäre jetzt klassischerweise der Bereich Listening bzw. Monitoring, mitzuverfolgen, was Personen über das Unternehmen sagen, auch abseits der eigenen Kanäle wenn sie an das kleeblattmodell zurückdenken, die online-präsenz und auch die social-media-präsenz eines unternehmens besteht ja nicht nur aus dem eigenen instagram-account aus dem eigenen x account sondern letztendlich auch aus der summe der inhalte, aus der summe der, der postings, tweets. was auch immer die in denen personen das unternehmen erwähnen, in positiver, neutraler oder negativer hinsicht, darauf ein auge zu werfen, macht natürlich auch sinn. All diese Tätigkeiten gehören zur operativen Ebene und daneben gibt es natürlich noch die äh, strategische bzw. Planungsebene. In der Regel, da gibt es einige Ausnahmen, aber in den meisten Fällen gehört die Social-Media-Abteilung zur Marketing-Abteilung. Es gibt sozusagen zwei Job-Seniorities. Die Junior-Social-Media-Manager sind eher auf der operativen Ebene tätig, die Senior-Social-Media-Manager im Normalfall zumindest in größeren Unternehmen eher eben mit Planung und Strategie beschäftigt. Was gehört zu Planung und Strategie? Naja, zum einen quasi die, die Abstimmung oder das Feintuning der Social-Media-Strategie bzw. die Integration der Social-Media-Kommunikation in die Gesamtkommunikationsstrategie. Unternehmen wollen ja konsistent und schlüssig auftreten. Und zwei ganz wichtige Bereiche sind natürlich die Definition der Zielgruppen. Wen möchten wir, auf welchem Kanal überhaupt erreichen? Und auch die äh, strategische Festlegung von Inhalten oder wie es im Englischen oft heißt, von typischen Content Pillars. Ähm, die strategische Komponente oder anders gesagt, die Implementierung von Social-Media-Abteilungen in Unternehmen hat natürlich eine sehr große Spannweite. Da gibt es Unternehmen wie beispielsweise die Wiener Linien, können Sie sich vorstellen als verkehrsunternehmen bekommt man vergleichsweise sehr viel nutzerinnen feedback sehr viele kommentare ich weiß nicht wie das aktuell bei denen ist aber die hatten schon vor einigen jahren äh, drei personen fulltime die eben nicht nur die inhalte erstellten sondern auch sehr in dem fall einen sehr großen teil ihrer zeit ins community management investierten bei kleineren unternehmen je nach unternehmensgröße und, und je nachdem wie, wie äh, relevant social media auch für die gesamtkommunikation ist, kann es sein, dass es gar keine dedizierte Vollzeitstelle dafür gibt, sondern dass das jemand aus der Marketingabteilung mitmacht. Einige Unternehmen, wobei das in der Praxis gar nicht so einfach ist, gerade in Sachen Community Management, lagern die Social-Media-Kommunikation auch komplett an spezialisierte Agenturen aus. Also kurz gesagt, je größer das Unternehmen, je, je relevanter die Social-Media-Kommunikation oder je mehr über das Unternehmen gesprochen wird, desto... Ähm, besser in der Regel auch die Ressourcen des Social Media Teams. In, bei bei äh, externen Agenturen ist es natürlich notwendig, gerade weil Social Media Kommunikation ja eine sehr, sehr starke Echtzeitkomponente hat, dass da eine sehr enge Abstimmung passiert. Sie können sich aber vorstellen, und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum sehr viele und fast die meisten größeren Unternehmen mittlerweile wirklich dedizierte eigene Social-Media-Abteilungen haben. Ähm, da geht es natürlich um Abstimmungsprozesse. Wenn jetzt ein Kunde eine inhaltliche Frage stellt, beispielsweise dort, wo es um komplexe technische Produkte geht, geht, kann die Agentur die wahrscheinlich im Regelfall nicht sofort beantworten, sondern muss erstmal Rückfragen bei der Marketingabteilung, die muss sich dann bei der jeweiligen Fachabteilung erkundigen. Die Kommunikations- und Koordinationswege sind im Unternehmen in der Regel kürzer. Und das würde ich sagen, ist durchaus ein, ein äh, ja, starker Trend der letzten 15 Jahre, wenn Sie sich überlegen, wie Corporate Communication vorher funktioniert hat. Natürlich gab es auch vorher schon Marketing-Kommunikationsabteilungen, die haben in der Regel aber nicht operativ gearbeitet, sondern eben mit entsprechend Werbeagenturen oder Mediaagenturen in Zusammenarbeit die entsprechenden Sujets seines äh, Werbeclips für Fernsehen, Printanzeigen oder was auch immer produziert und diese dann über die Mediaagenturen ausgespielt. Im Social-Media-Bereich ist es sehr üblich, dass Unternehmen selbst operativ tätig werden. Für uns, wie gesagt, eine äh, gute und erfreuliche Sache, weil das natürlich eine ganze Menge Jobs, die es vorher in der Form nicht gab, für Publizistik-Absolventinnen und Absolventen kreiert. Der Grund, warum Unternehmen das tun, man könnte ja sagen, wieso Marketing hat vorher auch so funktioniert, warum nicht mit einer Social-Media-Agentur zusammenarbeiten und sich diesen ganzen Stress unter Anführungszeichen mit Bewerbungsgesprächen und so weiter ersparen, das hat eben, wie gesagt, den ganz pragmatischen Grund, dass Social-Media-Kommunikation sehr, sehr schnell und echtzeitlich funktioniert und ähm, natürlich gerade da, wo es um Community Building geht, wo Personen auch beginnen, Fragen zu stellen und so weiter, die Kommunikation vom klassischen Marketing, One-to-Many, sehr schnell in einen Dialog übergeht. Und da ist es eben sehr, sehr schwierig, wenn Externe und nicht das Unternehmen selbst sich an diesem Dialog beteiligen. Das würde ich mal sagen, ist im Hintergrund der, äh, ja, der Hauptgrund, warum so viele Unternehmen eigene, dedizierte Social-Media-Managerinnen beschäftigen. Neben diesem operativen und strategischen Bereich, was die Bespielung der Kanäle betrifft, gehören, gehört häufig auch das Management von Werbekampagnen, also von Paid Ads, zur Aufgabe der Social-Media-Abteilungen. Entweder auch selbstständig oder in Zusammenarbeit mit einer Agentur. Auch in der Unternehmenskommunikation muss man ja im Normalfall die beiden. Seiten sozusagen der, der Distribution von Inhalten managen, zum einen die organische Verbreitung über die Algorithmen und zum anderen eben die bezahlte Verbreitung über Social-Media-Kampagnen. In den letzten Jahren haben wir im digitalen Bereich auch eine sehr, sehr starke Spezialisierung erlebt. Vor 20 Jahren gab es sehr viele Full-Service-Agenturen, die dann irgendwann auch begonnen haben, sozusagen Social-Media-Dienstleistungen mit anzubieten. Im Laufe der Zeit hat sich das sehr, sehr spezialisiert und Sie finden mittlerweile Agenturen, die ausschließlich auf TikTok, ausschließlich auf Instagram oder tatsächlich nur sehr, sehr spezielle Aspekte spezialisiert sind. Also kurz gesagt, in der richtigen Welt da draußen gibt es alles von kleinen Unternehmen, EPUs, KMUs, die mit selbstständigen Social-Media-Managerinnen, die teilweise auch mehrere Kunden betreuen, zusammenarbeiten, bis hin zu mittleren, größeren Unternehmen mit kompletten mehr Personen, Social-Media-Abteilungen. Eine äh, Dimension, die dann noch natürlich eine große Rolle spielt, wenn es sich nicht um ein nationales, sondern um ein internationales Unternehmen handelt, ist auch die Koordination bzw. der Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Ländern bzw. Märkten. In der klassischen Unternehmensorganisation ist der Social-Media-Manager oder Social-Media-Managerin, wie gesagt, der Marketingabteilung, zugeordnet Und wenn Sie mit dem, wenn Sie damit liebäugeln, einen, einen, eine solche Karriererichtung einzuschlagen, dann habe ich für Sie zwei Tipps, die sehr sehr, ja, sehr hilfreich sein können für die Bewerbung. Den Ersten habe ich Ihnen schon grob skizziert. Nutzen Sie die Zeit vor dem Gespräch, das, das braucht jetzt wirklich keinen wochenlangen Research. Wir sind als Sozialwissenschaftler ja ohnehin. Gut darin ausgebildet, hoffentlich Informationen zu recherchieren, zu extrahieren und zu analysieren. Also wie gesagt, schauen Sie sich die Social-Media-Kanäle an, das muss man jetzt auch nicht bis zum Anbeginn der Facebook-Zeitrechnung weg tun, aber schauen Sie sich zumindest an, was grob, was das Unternehmen so in den letzten drei bis sechs Monaten getan hat, was besonders gut funktioniert, auf welchen Plattformen die mehr oder weniger aktiv sind. Die zweite Seite, das gilt in der Marketingkommunikation genauso wie beim Bewerben. Show is better than tell. Aufgrund ja, des Tätigkeitsspektrums des Social Media Managers gehören da typischerweise oder gehören zum Anforderungsprofil typischerweise auch der Umgang mit einschlägigen Tools. Wenn Sie als Junior Social Media Manager ähm, Inhalte erstellen müssen, wird's das hängt auch wiederum wie sehr vieles von der Unternehmensgröße ab. Da wird es Unternehmen geben mit einer dedizierten Grafikabteilung, die ihnen dazu arbeiten. Sehr viel häufiger müssen die Social Media Managerinnen aber auch tatsächlich die grafische Bearbeitung bis hin zum Videoschnitt selbst beherrschen. Nicht nur die Multimedia Bearbeitung, auch das Copywriting spielt eine Rolle. Das heißt, kurz gesagt, die Erstellung digitaler Inhalte. Gehört Umgang mit Multimedia Tools dazu, war Gute Skills im, im äh, Verfassen von, von Social Media Copy und ähm, natürlich auch der Umgang mit den entsprechenden einschlägigen Planungs- und Auswertungstools. Für eine solche Bewerbung ist natürlich ein, ich sage mal, gut gepflegter, genau für solche Zwecke optimierter Social Media Account sehr, sehr hilfreich. Sie brauchen da keine tausenden oder gar hunderttausenden Follower sondern wichtig ist es oder sehr besser gesagt sehr sehr hilfreich ist es, wenn sie als Referenz einen eigenen Kanal angeben können, indem sie selbst erstellte hochwertige Inhalte präsentieren. Ob das jetzt Instagram ist oder TikTok ist relativ sekundär. Bei Twitter ist es glaube ich momentan vergleichsweise schwierig im deutschsprachigen Raum neue Follower zu sammeln. Aber denken Sie daran, wenn Sie sich irgendwo bewerben, schon vor dem Gespräch, wird das jeweilige Unternehmen sich recht genau ansehen, was Sie denn selbst im Social-Media-Bereich unter Anführungszeichen vorzuweisen haben. Das heißt, das funktioniert natürlich in beide Richtungen. Sie sehen bereits im Vorfeld sehr genau, was das Unternehmen so tut, wie die Social-Media-Kanäle gestaltet sind, welche Inhalte da veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite kann sich das Unternehmen natürlich auch über Sie informieren. Das lässt sich tatsächlich sehr sehr gut strategisch nutzen. Im Falle ihres äh, ja wie gesagt bei Instagram ähm, ist die Frage gibt es ja auch viele Nutzerinnen, die mehrere Accounts verwenden. YouTube habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Wenn Video äh, eher ihr Steckenpferd ist, dann eignet sich natürlich auch ein YouTube Channel dafür sehr sehr gut. Wenn Sie diese beiden Faktoren passendes Fähigkeitsprofil sozusagen, gute Referenzen und ausreichende Kenntnisse über das Unternehmen miteinander kombinieren, dann denke ich, haben Sie sehr, sehr gute Aussichten bei einem solchen Bewerbungsgespräch. Abschließend, bevor wir uns dem Thema äh, Social Media Monitoring und Social Media Listening korrekterweise den beiden Themen widmen, möchte ich Ihnen noch kurz in der Praxis zeigen, wenn Sie Jobs suchen, ist natürlich LinkedIn die die primäre logische Anlaufstelle. Und ich gehe jetzt einfach nur mal hier auf den Bereich Jobs. Und Sie können dann hier einen Job eingeben. Sagen wir einfach nur mal Social Media Manager. Geschlechtsformen werden in den meisten Websuchen mittlerweile auch mit berücksichtigt. Also Sie müssen da nicht nach Manager oder Managerin suchen. Und dann gibt es noch eine Reihe von weiteren Searchfiltern. Search-Filtern. Die Art des Jobs, also sozusagen handelt es sich um ein Praktikum, um einen Entry-Level-Job, nehmen wir mal Entry-Level, das wäre jetzt Junior Social Media Manager. Sie können auch hier gezielt, wenn Sie bei bestimmten Unternehmen arbeiten möchten, nach Unternehmen suchen, ob die gerade einen solchen Job ausgeschrieben haben. Hier gibt es dann noch einen Filter für Fulltime oder Part-Time. Und äh, seit der äh, Corona-Pandemie, gerade in diesem Bereich, auch sehr üblich, die Wahl, ob es sich um einen On-Site, einen Hybriden oder einen Remote-Shop handelt. Ja, Location spielt bei nicht reinen äh, Online-Shops natürlich auch eine Rolle. Nehmen wir hier mal Wien. Sie könnten hier auch noch weiter nach Industrie filtern. Sie sehen da schon, da bekommen wir Aktuell zwei Resultate. Einmal Junior B2B Marketing Manager, einmal Digital Marketing Manager. Natürlich, je äh, sozusagen enger Sie Ihre Filter wählen, desto weniger Resultate kriegen Sie. Hier haben wir schon elf Resultate für Fulltime On-Site Jobs. Und wenn Sie sich hier so ein typisches Inserat ansehen, ich lese mal kurz vor, das kann man wahrscheinlich am Screenshot nicht so gut lesen. Ähm, da gibt es zuerst einen Teil about the job, über das Unternehmen, was das Unternehmen so tut, was dich erwartet. Die Liste möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Verantwortung übernehmen, du bist für die Aufbereitung und Gestaltung von unseren Newslettern verantwortlich. Newsletter, nicht gerade das typische Social Media Format, aber sehr häufig fällt das auch unter, diese, unter dieselbe Zuständigkeit. Social Media Management und, und digitale Kommunikation sind ja nicht immer so ganz trennscharf. Veränderung initiieren in deinen Zuständigkeitsbereich fällt die Weiterentwicklung und die stetige Optimierung unseres Newsletters. Trends kennen. Du betreust unsere Social Media Kanäle nach unserer Marketingstrategie, beobachtest dabei laufenden Markt und analysierst die aktuellen Trends. Gemeinsam Ziele erreichen, du arbeitest übergreifend mit anderen Bereichen, Abteilungen an unseren Kampagnen zusammen und hilfst uns beim Brainstorming. Auch das ein, ein Bereich, den ich vorher noch nicht explizit erwähnt habe. Natürlich geht bei sehr vielen Abteilungen und Unternehmen um koordinative Tätigkeiten, sowohl die Rechtsabteilung als auch die, die PR-Abteilung und so weiter, die arbeiten natürlich nicht vollkommen isoliert vor sich hin, sondern müssen sich mit vielen anderen Abteilungen recht eng abstimmen. Bei Social Media ist es natürlich ganz genauso. Dann hier der klassische zweite Teil, was wir erwarten, Ausbildung, du bist gerade in einer Fachausbildung in den Bereichen Marketing, Medienmanagement, Kommunikation oder hast diese bereits abgeschlossen. Den Nerv treffen, du lebst gerne deine Kreativität aus, fühlst dich im Storytelling zu Hause und beweist dabei ein gutes Gespür für Text, Bild und Ästhetik. Das ist eben genau der Punkt, was ich vorhin gemeint habe. Show is better than tell. Im Bewerbungsgespräch kann mir natürlich jeder erzählen, ich fühle mich auf Social Media zu Hause und mag Storytelling. Das Herz zeigen zu können ist natürlich ein großer Vorteil. Digital Native Leben, deine Interessen liegen im Bereich der Social Media Landschaft, du bist den Trends im Marketing nicht auf der Spur und begeisterst dich für die digitale Welt, zweifellos hilfreich bei dieser Art von Tätigkeit, und Hands-on-Mentalität im Teamplay übernimmst du Verantwortung und machst auch vor Contentpflege oder der Aktualisierung einer Powerpoint nicht halt. Also, alles sozusagen ja und dann Grundgehalt ist hier 1900 bis 2000 brutto das muss ja in Österreich immer angegeben werden bei Jobanzeigen äh, Überzahlung möglich und so weiter diverse Vergünstigungen und dann noch einiges übers Unternehmen ich wollte Ihnen diese Anzeige jetzt noch mal stellvertretend zeigen Sie können ja auch mal selber nachschauen wenn Sie die Anzeigen hier vergleichen ähm, werden Sie sehen, das ist immer ein sehr, sehr ähnliches Anforderungsprofil. Die Plattformen unterscheiden sich. Das vorher war ein Business-to-Business-Unternehmen. Da ist natürlich logisch, dass LinkedIn bzw. der Newsletter ein größerer Schwerpunkt sein werden. Hier bei der Planet Matters geht es eher um andere Plattformen. Die schreiben bei der Mission. Ah, bist du ein Social-Media-Ninja, der weiß, wie man das Internet im Sturm erobert? Dann ist das hier dein Traumjob. Wow. Erfinde und schneide geniale Social-Media-Inhalte für TikTok und Instagram. Schmiede eine epische Content-Strategie und Konzepte, die unsere Zielgruppe begeistert und motiviert. Schwinge das Zepter über unsere weltweite Community. Ja, offensichtlich der Versuch, dass das etwas äh, interessanter zu formulieren. 20 Stunden Position, in dem Fall, wie gesagt, für äh, 1.400 brutto. Das sind so die typischen Anzeigen und natürlich klarerweise, je genauer Sie wissen, in welchem Bereich Sie arbeiten wollen. Wenn Sie jetzt sagen, B2B ist eher mein Interesse, dann ist ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil sehr, sehr hilfreich, auch mit eigenen Inhalten für die Bewerbung natürlich generell. Wenn Sie sich jetzt für diesen Job hier bewerben würden, wo es tendenziell eben eher um, um die Kanäle TikTok und Instagram geht, dann werden Sie natürlich gut beraten sein, wenn Sie dort bereits irgendetwas zum Vorzeigen haben. Ja, so viel zum Thema ähm, Social Media Management, beziehungsweise die Aufgaben des Social Media Managers im Unternehmen. Und damit zu unserem zweiten Themenblock für heute. Wie gesagt, ein Teilbereich dessen, was die Social Media Abteilung im Unternehmen normalerweise tun muss. Social Media Monitoring, Social Media Listening. Die, die beiden Begriffe werden oft fast synonym verwendet, das ist fachlich nicht ganz korrekt. Der Unterschied, wenn Sie so wollen, Social Media Monitoring ist eine passive Tätigkeit, vergleichbar mit der klassischen Medienanalyse. Und äh, Social Listening, da geht es zwar auch darum, mitzukriegen, was Leute über das Unternehmen, über eigenen Produkte, die eigene Brand sagen, aber dann auch aktiv darauf zu reagieren. Das heißt, Social Media Monitoring, Betrachtet eher die Vergangenheit, wenn auch meistens die sehr nahe Vergangenheit, sammelt Informationen, um dann marktkonformer näher an den Kunden agieren zu können, fokussiert sich auf die einzelnen Details, qualitatives Feedback ist da auch sehr wichtig und misst natürlich auch den Erfolg der eigenen Kommunikationsstrategie. Vielleicht kennen Sie den Begriff Sentimentanalyse, da gibt es für, den, für diesen Bereich Social Media Monitoring eine ganze Reihe von spezialisierten Tools. Eines werden wir uns dann auch etwas näher ansehen. Und äh, eine Sache ist natürlich, wenn es darum geht, jetzt zu analysieren, was sagen Kunden über mich online, dann ist es nicht nur interessant, wie viele Erwähnungen gibt es, sondern eine ganz wesentliche Frage ist natürlich, sind diese Erwähnungen positiv, neutral oder negativ? Viele dieser Tools bieten eben auch eine sogenannte Sentiment-Analyse, also eine automatische Analyse dieser, dieser Stimmungslage an. Es gibt schon seit vielen Jahren, die ersten Systeme waren vergleichsweise wenig leistungsfähig. Sie können sich vorstellen, dass mittlerweile dank äh, Large Language Models unter E-Tools diese Analysen wesentlich detaillierter erfolgen können. Wenngleich <laughs> Zynismus nach wie vor häufig ein, ein, äh, äh, schwierig zu verstehen für maschinelle Systeme ist. Social Listening im äh, Gegenzug dazu, da geht es um wirklich um Echtzeit-Monitoring, also idealerweise sobald in der in der perfekten Social Listening Welt sobald jemand etwas über mein Unternehmen sagt oder schreibt, möchte ich da äh, gleich darüber informiert werden, um eben gegebenenfalls auch zeitnah reagieren zu können. Wir analysieren Informationen, schauen uns das große Bild an und äh, Social Listening sollte natürlich auch einen Feedback Loop generieren und auch wiederum die Social-Media-Strategie bzw. die Content-Strategie des Unternehmens auf diese Weise beeinflussen. Der Grund, und äh, das, hab ich, das haben Sie schon mal gesehen in der Vorlesung, dieses äh, Social-Media-Cloverleaf hat sich Edelmann ausgedacht vor, vor etlichen Jahren, immer noch ein sehr, sehr gutes Modell. Das ist natürlich ein Grund, warum solche Social-Media-Monitoring-Tools überhaupt eine äh, Existenzberechtigung haben. Wie gesagt... Public Engagement, oder hier könnt ihr auch genauso Kommunikation, Brand Communication stehen. Die spielt sich über unterschiedliche digitale Kanäle ab, aber die lassen sich in vier große Cluster einteilen. Eben diese Owned Channels, wie gesagt, der eigene Instagram-Account des Unternehmens, der eigene YouTube-Kanal. Da ist natürlich, dazu braucht man im Normalfall keine Tools, da ist es recht einfach mitzubekommen, sagen die Leute so, die Jeweiligen Plattformen bieten da ja auch Moderations- bzw. Editing-Tools an. Also das, was sozusagen auf den Own Channels ähm, basiert, das bekommt man mit den bordeigenen Mitteln im Normalfall sehr, sehr gut mit. Dann gibt es hier den Bereich Social und das, die Kleeblatt auch deshalb, weil sich diese vier Bereiche natürlich alle sehr stark überschneiden. Aber mit dem Bereich Social ist eben das gemeint, was wird gesagt? Von anderen Unternehmen, von Personen, über unseren Unternehmen auf Social Media Plattformen, außerhalb unserer eigenen Own Channels. Und das ist eigentlich in erster Linie natürlich der Bereich, wo Listening und Monitoring Tools ähm, ihre, ihre Hauptaufgabe haben. Und das hängt auch damit zusammen, falls ich ein oder andere von Ihnen jetzt frage, warum ähm, nutzt man nicht einfach Google, um meinetwegen täglich in der Früh zu schauen, was sagen Leute über das Unternehmen. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass Social Media Plattformen nur teilweise von Google indexiert werden. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn Sie sich Facebook ansehen, da ist, äh, obliegt es, und ich meine jetzt persönliche Accounts auf Facebook, da obliegt es dem jeweiligen Nutzer, der Nutzerin, die Privacy-Einstellungen eben nach den eigenen Präferenzen zu treffen. Das heißt, sie können ihren Facebook-Account komplett öffentlich stellen oder Sie können es so einstellen, dass sie überhaupt nur Ihre Freunde die Postings lesen können. Alles, was sich hinter solchen äh, Privacy Walls sozusagen verbirgt, ist auch für die Social Media Listening Tools nicht indexierbar. Aber selbst öffentliche Facebook-Profile, also die einzelnen Inhalte und die Postings, werden von Google eben nicht indexiert. Solche Social Media Listening Tools nutzen in der Regel ähm, Sogenannte API-Zugänge, also steht für Advanced Programming Interface, natürlich mit Billigung und Erlaubnis der Plattformen, um Inhalte zu indexieren, zu durchsuchen und dann entsprechend strukturiert aufzubereiten. Wie gesagt, die beiden anderen, die beiden restlichen Kleeblätter dieses Kleeblattmodells hier, New Media und Mainstream, die gehören natürlich auch zur gesamten Social Media Kommunikation des Unternehmens, haben aber jetzt mit dem Bereich Social Media Listening oder Monitoring erstmal recht wenig zu tun. Es gibt, wie bereits erwähnt, eine breite Palette von Tools. Die richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Ich denke, es ist recht leicht auch einzusehen, dass ein, ein vergleichsweise überschaubares Unternehmen, sagen wir mal ein Startup mit, mit fünf bis zehn Mitarbeiterinnen, das ein neues Produkt auf den Markt bringt, da wird es auch nicht so viel äh, Kommunikation, so viele Postings dazu geben und man braucht ein, ich sage mal ein Tool, das ein, ein relativ niedriges Volumen verarbeiten kann. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein Unternehmen sind wie Coca-Cola, da wird vermutlich relativ viel drüber gesprochen, international in sehr vielen Ländern tätig, dann brauchen Sie natürlich auch Tools, die eine äh, ja, ich sage mal, größere Palette von Informationsquellen und auch Social-Media-Plattformen in unterschiedlichen Ländern und auch größere Auswertungen und so weiter erstellen können. Und das alles schlägt sich natürlich auch auf den Preis nieder. Sie finden Social-Media-Listening-Tools kostenlos mit Basisfunktionalitäten bis hin zu für, für Unternehmen, optimierten Suiten, im, äh, im Prinzip mit, äh, ja, nach oben offen kann man nicht sagen, aber durchaus Preisen von einigen Tausend bis 10.000 Dollar im Monat. Die simpelste und auch für den Hausgebrauch durchaus gängigste Möglichkeit mit Social Media oder sozusagen mit Social Media Listening, Monitoring ein wenig zu beginnen sind, wie schon erwähnt, zum einen die bordeigenen Tools. Da, gibt, da geben Ihnen sowohl Facebook als auch LinkedIn, äh, Twitter nicht, Instagram ebenfalls nicht oder Pinterest und einige der Plattformen die Möglichkeit zumindest Grobe Monitoring Möglichkeiten zu implementieren. Das bedeutet, im Fall von, von LinkedIn können Sie, ich glaube, maximal zehn Konkurrenten eintragen und Sie bekommen dann so eine Tabelle mit der Übersicht der Parameter, wie haben sich deren Follower entwickelt und so weiter und auch eine Übersicht von deren Postings. Ohne tiefergehende Auswertung, sehr, sehr rudimentär. Die meisten Social Media Tools oder viele Social Media Tools Gerade die kleineren fokussieren sich nicht nur auf Social Listening, sondern bieten das sozusagen als eine Funktion mit an. Bei vielen, wie bei Buffer, haben sie auch in begrenztem Ausmaß die Möglichkeit, Stichwörter zu indexieren und da so etwas wie eine kleine Auswertung zu bekommen. Ähm, Gibt es auch einen Gratis-Account? Ja, da kann man mal beginnen damit. Nur wie gesagt, in, der Nachteil ist in der Regel, dass sie da entweder nur sehr, sehr wenige Stichwörter, ein bis zwei monitoren können oder die Zahl der Ergebnisse recht stark beschränkt wird. Anders ist das bei Google Alerts, kein klassisches Social Media Monitoring-Tool, aber ausgesprochen nützlich für diese Zwecke. Google Alerts ist nichts anderes als eine automatische Google-Suche, die, die Google regelmäßig für sie durchführt und Sie bekommen dann die Ergebnisse bzw. die neuen Ergebnisse via E-Mail geschickt. Das heißt, wenn Sie sich jetzt für das Thema Coca-Cola, weil ich vorhin das Beispiel genannt habe, interessieren, dann können Sie einen solchen Alert anlegen. Und hier bei den Quellen indexiert Google News, Blogs und Web, Videos, natürlich auch von YouTube, Diskussionen aus einigen Diskussionsseiten. Ähm, früher waren über dieses, über diesen Service auch, auch äh, Tweets auffindbar. Ähm, hat sich in der Vergangenheit einige Male geändert. Aktuell indexiert Google Tweets eben nicht. Warum kann man das Tool trotzdem nutzen? Nun, weil natürlich viele dieser hier indexierten Quellen im Wesentlichen genau das gleiche, das Sie im Google Index finden, News, Blogs und Web, auch äh, Social-Media-Informationen nutzen und man dann darauf auch relativ leicht auf die ursprünglichen Tweets kommt. Der große Vorteil von Google Alerts ist, dass das System kostenlos ist und Sie so viele Alerts anlegen können, wie Sie möchten. Auch durchaus. Komplexere Alerts, zum Beispiel nach University of Vienna and Bioscience. Und diesen Bullschen Operatoren können Sie also sozusagen sehr, sehr spezifische Begriffe finden. Und anschließend können Sie diesen Alert dann speichern und sich eben auch aussuchen, wie oft Sie neue Ergebnisse geschickt bekommen möchten, ob die aus, aus jeder Region stammen sollten, welche Sprache und so weiter. Kein dediziertes Social-Media-Tool, aber ein guter, sage ich mal, Ersteinstieg, um sich ein wenig mit dem Thema vertraut zu machen. Google Alerts ist nicht nur ausgesprochen nützlich für Monitoring oder Listening zum eigenen Brand, ähm, sondern Sie können das natürlich auch sehr gut nutzen, um über bestimmte Themen am Laufen zu bleiben. Seien es, seien es äh, politische Diskussionen oder sonstige, Sie können sich hier sehr leicht äh, Ihre eigenen... Newsletter generieren, wenn ich hier mal einfach nur Lena Schilling eingib, dann bekomme ich hier standardmäßig grundsätzlich mal die, die gleichen ähm, Ergebnisse, die ich über eine Google-Suche erhalten würde. Allerdings sind die News hier vorgereiht. Und dann können Sie sich, ich glaube, die kürzeste Frequenz ist einmal am Tag, genau, at most once a day. Oder as it happens. Wenn ein Thema für Sie wirklich wichtig ist, können Sie das so einstellen. Und jedes Mal, wenn Google dann einen neuen Sucheintrag zu dem jeweiligen Begriff bekommt, kriegen Sie in Echtzeit ein E-Mail geschickt. Könnte bei diesem Thema aktuell eine relativ hohe Zahl von E-Mails erzeugen, aber Sie wissen, was ich meine mit diesem Tool, kann man sich so, so ein zumindest Google Grundmonitoring relativ simpel zusammenstellen. Ein wesentlich umfangreicheres, man könnte eigentlich sagen, fast ein Schweizer Taschenmesser unter den Social-Media-Tools ist Hootsuite. Ist auch einer der ältesten Anbieter in diesem Bereich. Begonnen hat Hootsuite ursprünglich als Scheduling-Tool. Sie können ja mittlerweile auf den meisten Plattformen ihre Beiträge vorprogrammieren. Das heißt, einen Beitrag schreiben und sagen, er soll dann morgen, übermorgen, wann auch immer, um so und so viel Uhr automatisch online gehen. Das war in grauer Social Media-Vorzeit nicht so. Da gab es quasi nur Publish und dann sofort online, was natürlich gerade in der Unternehmenskommunikation manchmal ausgesprochen lästig sein kann und da brauchten sie in der frühzeit im, im, äh, im frühmittelalter von social media brauchten sie tatsächlich externe tools wenn sie ihre status updates vorprogrammieren wollten und eine zweite funktion die in der anfangszeit eine große rolle gespielt hat die mittlerweile auch aufgrund der differenzierung der einzelnen plattformen nicht mehr in der form relevant ist sie, sie konnten und können auch nach wie vor mit äh, tools wie hootsuite und ähnlichen ihre beiträge mit sozusagen einmal anlegen in dem tool und dann automatisch über mehrere plattformen verteilen also sprich dasselbe bild mit demselben text auf äh, twitter instagram facebook posten im lauf der jahre gibt es jetzt schon ich glaube seit, seit 2010 also die waren wirklich sehr sehr früh dabei ist immer weiter gewachsen und hat mittlerweile auch sehr sehr umfangreiche, Monitoring bzw. Listening Tools. Das heißt, das dient zum einen zur Verwaltung ihrer eigenen Social-Media-Kanäle. Sie bekommen also so ein Dashboard, wo sie eben alle Kommentare angezeigt bekommen. Und zum anderen dient das allerdings auch dazu, dass sie eben die klassischen Monitoring- und Listening-Tätigkeiten ausführen können, ihre Konkurrenz im Auge behalten, mitkriegen, was Personen oder eben andere Unternehmen sonst so über sie sagen. Ich habe ein, ein kurzes Video rausgesucht, da möchte ich Ihnen einen kleinen Teil davon zeigen, damit Sie sehen, wie so etwas in der Praxis funktioniert. Ähm, Hootsuite ist vom, vom Pricing her sowohl für kleine Unternehmen bis hin zu größeren geeignet. Von der grundsätzlichen Methodik her funktionieren eigentlich alle Social-Media-Tools so bzw. sehr, sehr ähnlich. Called social media monitoring or social intelligence, but basically it involves tracking keywords, mentions, and conversation on social media in real time and over time. You'll find out what people are saying about your brand, your competitors, and your industry. And with the right tool, yeah, I use Hootsuite to listen for Hootsuite, obviously. You'll get your alerts for unusual spikes in volume or sentiment. Then that could be positive or negative. It's essentially audience research and competitive intelligence that will help you make better decisions about your social marketing and also about your business overall. Like die Spikes, die er hier anspricht, auch ein interessantes Thema Social Media Krisen oder wie im deutschsprachigen Bereich oft das oft genannt wird Social Media Shitstorms kündigen sich ja in der Regel über einen Deutlich, über den deutlichen anstieg in der quantität von kommentaren von beiträgen an auch da haben solche systeme ein frühwarnsystem das ist eben das was er hier anspricht. what your hours of operation should be or if your billing processes should change or what your next product feature should be some examples of social listening might be tracking a hashtag for real life events so that you can join in on the public conversation. tracking sentiment during a crisis so that you know. how your business and, and social team should respond and monitoring for people who are talking about your brand uh, without necessarily mentioning or at tagging your brand okay so that you can engage with them look i'll give you an example. If a tree falls on Twitter and I don't get a push notification because I didn't have a listening query set up for that, somebody's gonna be in trouble because we missed that. If I was working for an organization that had never done social listening before and we had to budget or we had no budget, the first thing I'd do is sign up for a free version of Hootsuite. Then I'd do three things first i'd set up a listening stream for all of my brand keywords uh, that includes my brand name branded hashtags uh, product names the ceo or the spokesperson's name and i'd set this up for each platform i'm using that could be twitter instagram facebook maybe linkedin okay and this will show you a much wider picture than just the posts that you've been tagged in second i'd start listening for competitive intelligence Essentially that means repeating step one, except with my competitors. That's putting in their names, hashtags, products, people, you get the gist. Basically understanding what their customers are saying, that can help you and that can help you identify opportunities to beat them at their own game. And then third, I'd widen my scope and set up listening streams for my industry as a whole. So for instance, if I'm a landscaping business, I might look at some broader keywords like lawn care or hardscaping or front yard. Okay. And then I'd also geotag that search for the city I work in, so that I don't see irrelevant results. And here's a bonus tip: it helps to know how to use Boolean operators to widen or narrow search results. I so, richtiges Mike. Um, das, was er hier im Video kurz erklärt, er zeigt den Grundprozess von Social Media Listening bzw. Monitoring sehr gut. Das heißt, der erste Schritt, ich möchte wissen, was sagen Leute über meinen eigenen Brand, über meinen eigenen Brandname oder auch, äh, wer erwähnt mich? Also da wären wir hier dann beim, bei der Vor- und Nachnamensuche. Zweiter Schritt ist, mitzukriegen, was macht die Konkurrenz so? Und der Grund, warum ich Ihnen hier auch dieses Video von Hootsuite zeige, ähnlich wie bei Buffer gibt es hier auch eine eingeschränkte Gratis-Version, mit der man schon mal beginnen kann, erste ja, Social-Media-Business Intel zu sammeln. Zu diesem Stichwort Intel, zum Social-Media-Listening gibt es natürlich eine zweite Dimension. Ich habe bisher jetzt darüber gesprochen, was das bedeutet für Unternehmen, wie Unternehmen solche Tools nutzen können, um ein besseres Bild davon zu bekommen, was Kunden denken, sagen und so weiter. Darf man das deshalb gleichsetzen mit Marktforschung? Nein, selbstverständlich nicht. Sie wissen ja, Marktforschung zielt natürlich genau, äh, wie, wie wir es in der, in der klassischen ähm, Meinungsforschung kennen, auf ein möglichst repräsentatives Bild ab. Und es hängt natürlich sehr stark davon ab, wer Ihre Kunden sind. Je breiter der Appeal Ihres Produkts, wenn Sie eine... Populäre Zahnpasta verkaufen, dann wird der, der Range ihrer, ihrer Nutzer größer sein, als ähm, wenn sie Wingsuits -Ju -Wings für Extremsportler verkaufen, dann haben sie vermutlich relativ wenig sehr junge und, und sehr alte Kundinnen. Aber natürlich möchten sie in der Marktforschung ein möglichst repräsentatives Bild ihrer Kundengruppe bekommen. Social media ist nicht repräsentativ. Sie wissen zwar aus den vorigen Einheiten, dass natürlich die, die Verbreitung in der Bevölkerung sehr, sehr groß ist, dass sehr viele Menschen es nutzen, aber die Informationen, die sie finden, die, die Dinge, die Menschen äußern, die müssen natürlich nicht repräsentativ sein. Tatsächlich ist es sehr, sehr häufig so, dass in der belgischen Glockenverteilung, da unterscheidet man zwischen den Early Adopters, Mainstream und den Laggards, also die Early Adopters, sind die Personen, die äh, neue Technologien, neue Produkte, neue Services als Erste verwenden, die sozusagen, wenn Sie so wollen, sehr tief im Thema drin sind. Die äh, Nerds oder Geeks. Und das ist tatsächlich eine Personengruppe, die auch überdurchschnittlich viel auf Social Media spricht. Und das ist durchaus ein Faktor, der die Repräsentativität ein wenig verzerrt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein sehr, sehr wertvoller Bestandteil und man kann daraus sehr nützliche Informationen gewinnen. Ich persönlich würde es einordnen als eine Art Mischform aus qualitativen und quantitativen Feedback, ähm, das man natürlich auch mit der Gesamtsituation abgleichen muss. Aber wie gesagt, Unternehmen sind ja nicht die einzigen, die daran interessiert sind, was Personen denn so auf Social Media Plattformen sagen. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Institutionen. Wir erleben zurzeit gerade wieder und tauchen eigentlich fast täglich, wenn Sie, wenn Sie einige äh, auch internationale Medien verfolgen, Meldungen auf über Wahlkampfmanipulationen, sei es im US-amerikanischen Wahlkampf, da gab es ja auch schon mehrere Verfahren, äh, wo Russland oder russische staatliche Institutionen offenbar sich sehr viel Mühe geben, ähm, in Form von, von Hackern, Bots, was auch immer, Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Möchte man natürlich auch wissen, was da passiert und viele staatliche Akteure sind natürlich genauso an diesem Bereich Social Media Listening interessiert. Nicht jetzt unbedingt im Hinblick auf Brand- oder Produkt-Keywords, aber im Hinblick auf politische Trends, Strömungen und so weiter. Und zu diesem Bereich finden Sie sehr, sehr wenig. Ich habe da aber ein sehr spannendes Video gefunden von einer, mit einer Mitarbeiterin, besser gesagt ein Interview mit einer äh, Mitarbeiterin, der NATO-Stratcom-Abteilung. Das ist die Abteilung der NATO, die eben unter, unter anderem auch für Di äh, Digital Monitoring zuständig ist. Ja, die, die NATO hat auch eine eigene Social-Media-Listening-Abteilung. Und ähm, die junge Dame erklärt hier ganz eindrucksvoll, was sie da eigentlich tun. Hören Sie sich das an. my name is maria isupova and i am a software engineer in nato strategic Communications center of excellence. i am working within technical and scientific development branch, supporting the branch with uh, software solutions regarding collection of the data, storing data, and all the other software solutions you may imagine. Um, mostly within our branch, we are working with uh, social media, what's happening there. nowadays, social media is a powerful candidate for hoaxes, rumors, false narratives maybe some hostile narratives the stream of information is so big that uh, no one can possibly grasp that there are millions of people posting to social media every day and there are even more who are reacting for it somehow engaging commenting liking sharing and reposting so uh, how can you manage this amount of information this is where social media monitoring tools truly shine Social media monitoring tools are usually used by marketing specialists, uh, communicators, business owners who want to understand what people are talking online about their business, about their brand, maybe their reactions to their new product. Is this reaction mostly positive or negative? What competitors are doing there? And uh, maybe even what's happening in the, in the industry in general. Not only private businesses can. Uh, Benefit from this sort of information. Public sector can use these tools too. Government and military organizations can understand not only what people are talking about them and what their public image is, but also what uh, narratives are trending right now, what hashtags are spreading, what uh, people think about adversaries, and maybe you can gather even some insight about adver what adversaries are doing in uh, social media space. With social media monitoring tools, you can do all sorts of things. You can not only search for popular hashtags or something like that, you can try to uncover a network of people who are uh, talking about something. And uh, there are also uh, known cases when uh, some piece of disinformation, like video or a picture, were tracked down to a particular small group of people who started it first. So, uh, it has a lot of potential applications. Uh, for example, you can try to uncover networks of people who are talking about one particular thing. Or there are also known cases, for example, uh, during uh, US elections, when uh, some particular piece of media, like a uh, video or uh, a picture, was tracked down to a small group of people who first started talking about that. The problem is, there are hundreds of these tools on the market. How can you choose the right one? So you should ask yourself a couple of questions. The first one, what are your use cases? What are you going to use this tool for? Maybe you need to just receive an alert where when someone is mentioning something, when some term or a phrase is mentioned, or maybe you want to uncover a network of people who are talking about something. Or maybe you want to search for something that happened some years in the past. So there are hundreds of use cases and you should understand what exactly you need this for. The second question is who is your audience that you want to monitor? Are these people from a particular country? Are these people of certain age and so on. So there is also a lot of questions to ask. And the third one is uh, what are these platforms that you want to monitor? Are these uh, very popular platforms like Twitter and or Facebook? or do you want to track something like uh, anonymous image boards or maybe even uh, dark web? Uh, there are tools that provide solutions for these two. so there are social media monitoring tools on the market which provides very narrow set of services and tools which could be used to monitor this data for a very modest price. and there are gigantic enterprises where you can gather insights in, into networks of people, into what they are talking about, what they are talking about four years ago, uh, you can compare something uh, between different groups of people and so on and so on. You can also order custom reports and uh, custom dashboards. but of course it will uh, cost much more. But the price is not only consideration. There are many ways how to compare these tools with uh, one another. Some tools are easier to, to use than others. Some of them has very steep learning curve, and uh, you need to consider that too. Uh, some of these tools could be used by a big number of people, so if you have multiple departments which want to use these tools, maybe you want to consider these. As you understand, it's not an easy task to select a social media monitoring tool which you want to use. But the most important thing to understand is that the access to this, this data, as it is, is not a silver bullet. you also need analysts who will ask the right questions and also experts who will drive conclusions from this data also für mich das große aha-erlebnis als ich dieses video zum ersten mal gesehen habe war mir neu dass es sogar kommerzielle social unteranforderungstechnische listening tools für das dark web, dark web gibt aber Sie sehen schon, anhand dieses Interviews, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Dimensionen, die eine Rolle spielen. Sie haben sicher schon alle mehr als einmal den Spruch gehört, dass das Internet nichts vergisst und dass es nur sehr begrenzt war. Aber ich, ja, zumindest mit, mit äh, normalen Bordmitteln dürfte es sehr, sehr schwierig sein, auch nur einen Facebook-Status-Update, das man selbst vor zehn Jahren gepostet hat, wieder zu finden. Nichtsdestotrotz viele Teile dieser Plattformen sind natürlich durchsuchbar und sie können schon durchaus mal davon ausgehen, dass NATO Stratcom ein größeres Budget hat für solche Monitoring Tools als die meisten EBU Unternehmen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Möglichkeit auch ohne Tools zu arbeiten, die man auch nicht unerwähnt lassen darf. Sie können ja auf den meisten Plattformen und nicht auf den auf vielen Plattformen auch Direkt auf der Plattform selber suchen. Wie gesagt, Google Alerts hatte früher Twitter mit integriert. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise interessiert sind an aktuellen Events, und bei Facebook ist die Suche funktioniert nur sehr eingeschränkt, aber auf Twitter, deswegen zeige ich es Ihnen lieber hier, haben Sie hier mit der Suchfunktion erstmal da Empfehlungen für Sie, ja wenig überraschend. Hashtag Schilling Trend Nummer 1 in, in Österreich. Sie können hier einen Blick auf Trending werfen, das ist natürlich sehr, sehr grob und allgemein News, Sports, Entertainment und so weiter. Aber Sie haben hier oben auch ein Suchfeld. Ja, suchen wir ruhig mal nach Social Media Marketing. Und da bekommen Sie auch, das unterscheidet sich natürlich ein wenig von Plattform zu Plattform. Aber ganz äh, typischerweise zuerst mal so: gemischte Ergebnisse. Top. Hier sind mal Personen, die unser Keyword im Account oder in der Account-Beschreibung haben. Und dann kommen hier aber auch die. Indexierten Inhalte. Top-Inhalte sind in der Terminologie von Social Media in der Regel die, die am meisten Interaktionen bzw. Reichweite bekommen haben. Sie können dann aber auch auf Latest umschalten und da recht genau nachschauen. Mit den Suchmöglichkeiten sind Sie da abhängig vom jeweiligen Netzwerk. Jetzt hier zum Beispiel in der Twitter-Suche können Sie die Suchergebnisse nicht auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region einschränken, auch nicht auf eine bestimmte Sprache. Das ging nur über einen Suchbegriff, ist bei Social Media Marketing aber schwierig. Und Sie können sich auch vorstellen, wenn Sie jetzt 10, 20 oder vielleicht sogar 50 Keywords verfolgen müssen und eine Reihe von Konkurrenzunternehmen verfolgen, dann wird das händisch so natürlich nicht mehr managbar. Und da kommen dann diese Tools ins Spiel, die diese Daten eben aggregieren, aufbereiten. Aber, wie, das finde ich, muss man unterstreichen, wie im Interview vorher auch zu hören war, those tools are not the silver bullet. Es braucht immer noch Analysten, die die richtigen Fragen stellen und dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Und das ist, glaube ich, eine Parallele, die man auf den wirtschaftlichen und auf den militärischen Bereich durchaus anwenden kann. So viel für heute zum Thema Social Media Monitoring und Listening, beziehungsweise Berufsbild, Social Media Manager. Danke fürs Live dabei sein. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag nächste Woche.